unvergessliche Tage in Ramsau am Dachstein. Mit der Original-Bergretter-Fanwanderung. Mit zünftiger Blasmusik und traumhaftem Wetter wurde das Wochenende eingeläutet. Als Serienneuling wurde Sebastian Ströbel der Fangemeinde vorgestellt. Es kommt ja ein neuer Bergretter, der nicht ganz unattraktiv ist. Markus, warte, das sind die Bergretter. Die regeln das. Die kennen sich ja aus. Gerade weil sie sich auskennen, werden die so in der Situation nicht runtergehen. Sebastian Ströbel spielt als Markus Kofler den neuen Chef der Bergretter. Also Sebastian ist so auch in der Rolle eher der Draufgänger. Und es ist sehr anders, aber ich glaube, dass es mit Sebastian richtig gut wird. Und wir haben sehr viel Spaß miteinander, wir verstehen uns gut. Wenn ich Szenen mit ihm habe, dann haben wir großen Spaß und wir haben echt Glück. So was Besseres hätte uns nicht passieren können. Ne? Also das ist echt ein Geschenk. Er setzt immer in stressigen Situationen die Clownsnase auf. Und wie gefällt es Sebastian? So einen Dreh wie hier kannst du mit dem Stinkstiefel nicht führen, weil es ja doch eine sehr lange Zeit ist, über die wir da zusammen sind und arbeiten müssen, sehr eng zusammenarbeiten müssen. Im Prinzip, auch wenn es jetzt dramatisch klingt, aber jedes Mal, wenn wir im Berg sind, halt unter Lebensgefahr, weil ob ein Stein runterkommt oder irgendwas mit dem Knoten oder irgendwas oder ein Hubschrauber, es sind einfach Extremeinsätze. Und ich glaube, dass wir das ohne so ein tolles Team nicht schaffen würden. Auch zum Team gehören Heri Eisel und seine Mannschaft. Sie sind die echten Bergretter. Ohne sie wäre die Arbeit in den Bergen unvorstellbar. Bei jedem Wetter stehen sie der Filmcrew mit Rat und Tat zur Seite. Das Team, wie es hier steht, alle topfit in den Bergen. Und wenn ich nur 3 Tage zurückdenke, da waren wir am Stoder Zinken, es hat leicht geschneit, es war eiskalter Nordwind. Bei uns waren die Gesichter, die Mundwinkel nach unten und die Schauspieler haben in die Kamera gestrahlt mit leichter Sommerbekleidung. Es zeigt, mit wie viel Engagement, dass daran gearbeitet wird, für euch spannende Sachen zu machen. Und für uns, für die Bergführer und Bergretter, ist es eine große Ehre, dass wir dort dabei sein dürfen und mit dem Team arbeiten können. Und man muss dazu noch sagen, das sind wirklich die coolsten Jungs, die es überhaupt gibt. Wenn ihr uns immer seht bei einem Einsatz und wir sagen, oh mein Gott, mach schnell, er stürzt gleich ab. Der Heri würde in Wirklichkeit oben stehen und sagt, jetzt ball die mal ein bisschen. Also das ist echt ein heidengroßer Unterschied. Die sind saucool Jungs. Den Serienstars einmal ganz nah sein. Dazu hatten die Fans nun die Gelegenheit. Das ist ganz toll, einfach, wenn man so warm empfangen wird und so viele Leute kommen und die nur deswegen kommen und dafür so viele Mühen auf sich genommen haben, da ist man wirklich baff. So. Also ich meine, das hat man ja nicht alle Tage, dass man in so viele Kameras reinguckt. War jetzt, glaube ich, auch mein erstes Mal. Das Interessante an diesen Fantagen ist ja, dass man sieht, wie die ganze Sache eigentlich von Jahr zu Jahr hochgeht. Und eigentlich ist es jetzt erst die letzten 2, 3 Jahre oder die letzten 2 Jahre so groß geworden, dass es richtig eine Abendveranstaltung ist, wo wir alle hingehen, wo wir auch alle gern hingehen. Und da kommen tatsächlich einige Leute, die man auch vom letzten Jahr kennt. 2, 3, 4! Wir sind das erste Mal hier und wir haben uns einfach untergemengt und genießen es. Wir kommen aus Dingolfing, das ist in Niederbayern, vor ungefähr so 3 Stunden. Und wir sind jetzt auch schon seit vorletzten Freitag da und haben das mit dem Urlaub verbunden. Also wir waren völlig unvoreingenommen, ohne irgendwo zu wissen, was erwartet uns. Und schon der Empfang dann unten in der Touristeninformation mit den Beuteln und alles. Also es war total überraschend und hat sich sofort wohlgefühlt. Und dann konnte die Wanderung auch schon beginnen. Die Rucksäcke aufgeschnallt und mit dem Wanderstock in der Hand bewegten sich die 400 Teilnehmer auf einer gemütlichen Wanderung bergauf zum Ziel. Dem Pernerhof, einem weiteren Drehort aus der Serie. Angekommen am Hof konnten alle etwas verschnaufen, bevor Elias Walser,
der Geschäftsführer des Tourismusverbandes, seine Gäste begrüßte. Wir befinden uns hier auf dem Wernerhof. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle unter dem Namen Hof Emily. Und dieser Wernerhof gehört mittlerweile nach Ramsau mit Sicherheit zum bekanntesten Bauernhof, den wir hier haben. Ein wichtiges Ereignis stand vor der Tür. Die Hochzeit von Tobias Herbrechter und Emily Hofer. Oh, hey, was macht's hier da? Emily, wir haben verpennt! Wir haben verpennt! Schnell! Wir ziehen uns schnell was an, gell? Entschuldigung. Oh, sind gleich da. Servus. Die Teilnehmer der Wanderung waren für einen kurzen Moment Hochzeitsgäste. Ja. Hä? Es ist immer seltsam, da zu stehen und dann zu sagen, ja, ich will, weil es natürlich so eine ganz ernste Sache ist. Und auf einmal, weil eine Kamera da ist, darf man das sagen, ohne dass man es ernst meint. Das finde ich immer, ganz ehrlich, seltsam. Hey, Sandra! Alle sind nett. Die Darsteller nehmen sich sehr viel Zeit, für dass auch jeder ein Foto kriegt. Genau, die sind auch gut drauf, also ja. Gemacht. Wie schön der Foto ist. Wunderschön. Wo fangen wir an? Welche Kamera? Alle vier wieder. Ja, dann ist der gleiche da. Also mein Name ist Eva Ommen und ich mache mit Birgit Auerbach zusammen die Bergretter-Fanseiten auf Facebook. Wir haben Kontakt zu den Schauspielern und das, was die Schauspieler an Bildern, an Selfies mit ihren Handys auf ihre Facebook-Seiten legen, das legen wir dann oder das verlinken wir dann bei uns auf unserer Facebook-Seite. Das ist die Bergretter-Fanpage und die Bergretter-Fanseite. Ja, und alles das, was wir ja an Informationen auch aus dem Netz bekommen, wenn Wiederholungen gedreht, wenn Wiederholungen gezeigt werden, wenn die Serien ausgestrahlt werden, Sendetermine, jegliche Informationen, die uns erreichen, die geben wir dann an die Bergretter-Fans weiter. Glaubt ihr gar nicht, wie sehr sich die Leute mit den Figuren identifizieren? Die wissen teilweise dramaturgisch besser Bescheid wie ich. Ich kriege immer wieder Fragen, so, wo ist denn das Geld von der Emily aus der Folge? Was weiß ich, 7, zweite Staffel oder so, ne? Oder ob es mir wieder gut geht, weil ich irgendwie da 1000 Unfälle immer habe als Figur. Also ich schaue intensiv seit 2013, bin hängen geblieben, als urplötzlich mal so ein gelber Heli durch meinen Bildschirm flog. Hab dann weitergeguckt, habe mir die ganzen restlichen Folgen, die ich dann noch nicht gesehen hatte, von DVDs angeguckt. Und jetzt ist es halt so, wenn die Bergretter laufen, dann ist die Welt abgeschottet. Dann kann das Telefon klingeln, dann lasse ich es klingeln. Und wie so ein echtes Filmset der Bergretter aussieht, konnten die Fans im Inneren des Hauses einmal genauer unter die Lupe nehmen. Von Küche über Treppenaufgang bis hin zum Schlafzimmer von Emily und Tobias. Also ich fand es direkt groß, weil normal sind ja Studios immer kleiner, als man es im Fernsehen sieht. Aber die Zimmer sind ja, dadurch, dass Bauernzimmer auch echt sind, eigentlich viel größer als vorgestellt. Ich fand nur die Küche hier, die fand ich im Fernsehen sah die größer aus, wie sie in Wirklichkeit ist. Ja. Ereignisreichen Tag traf man sich am Abend wieder bei einem gemütlichen Beisammensein. Mit einem Hollywood-reifen Auftritt stießen Sebastian Ströbel und Markus Brandl zu der Abendveranstaltung.
Auch die anderen Schauspieler kamen mit dazu. Luise Beer, Mirko Lang, Robert Lohr und Stefanie von Posa. Das Schauspielerteam der Bergretter schenkte der Fangemeinde einen ganz besonderen Abend. Ich höre ein Ja! Emily möchte den Mit einem spontanen Improvisationstheater überzeugten die Bergretter die Fangemeinde von ihrem schauspielerischen Können. Zuerst legst du den Finger drauf und der Harry haut drauf. Wirklich jeder hatte am Ende des Abends eine ganz besondere Erinnerung an den Tag. Am nächsten Tag wartet auf einzelne Fans am Flugplatz der Bergrettung ein ganz besonderes Erlebnis. Ich kann definitiv nicht starten und landen. Das heißt, ich fliege immer mit Fluglehrer, immer mit Doppelsteuer. Ich darf nur mit Fluglehrer fliegen. Und dadurch habe ich das große Privileg, dass ich das immer ein bisschen üben darf. So, während wir zum Set fliegen oder einen Tankflug machen oder so, darf ich dann immer selber. Ja, so geht's. Jetzt mal auf. Wenn die Verletzten transportieren, der ist da hinten drin, ne? Hier. Ja, diese zwei Sitze sind weg. Ah ja. Okay. Und da ist die Trage da an der Länge. Die wird so eingeladen. Mit dem Original-Bergretter-Helikopter ging es in die Lüfte. Für die Teilnehmer ein wahres Abenteuer. Es war atemberaubend. Der Blick auch von oben ist wirklich einfach nur großartig. Eigentlich merkt man gar nicht wirklich, dass man fliegt. Das ist total ruhig. Also nur wenn ein bisschen Wind geht, dann wackelt das ein bisschen so. Aber war total klasse. Phänomenal, das muss man mal mitmachen. Genial, wir waren letztes Jahr schon dabei, wunderbar, dieses Jahr wieder, wir kommen wieder. Die Original-Bergretter-Fanwanderung, ein Erlebnis, das sie nie mehr vergessen werden.